So, ihr Lieben, die nächste Ansage geht an Peyton. Guten Abend, Peyton. Meine Güte, ja, es geht um, du bekommst irgendwie DMs. Was ist DMs? Ist das was von DM? Also, Mädel, du hast wirklich eine Ansage verdient. Ich weiß nicht, was du hast. Dir kann man ja nicht mal Nachrichten schreiben. Nun fahre ich mich erstmal runter, weil ich will erstmal beginnen. Und zwar langsam und ruhig von vorne. Bis ich dann ein bisschen aufbrause, ne? Ein bisschen aufbrausend werde ich mit der Zeit, aber okay, dann ist es auch verständlich. Also du hast ein Video gemacht mit einer Freundin zusammen, kenne ich nicht. Ich kannte jetzt nur dein Gesicht durch Luca. Du warst wohl mit Luca zusammen, bist irgendwie getrennt. Ihr seid auseinander, also ihr hattet in Hamburg gelebt, aber da ist wohl euch die irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen, keine Ahnung. Und dann warst du wieder getrennt. Jetzt machst du solche Videos. Und sagst damit praktisch, wer dir eine DM schreibt, also du forderst praktisch die Männer heraus, dir DMs zu schreiben. Also wenn das so ist, na klar, ich würde dir eine DM schreiben, bei mir würde aber nur Hi stehen oder Hallo, Punkt. Fertig, aus, Ende. Mehr würde es für dich nicht geben, weil warum sollte ich da irgendwie einen Spruch raussuchen? Und warum machst du dich lustig über die, die dir dann Spruch drücken, einen Anmachspruch in diesem Fall? Und du findest das auch noch cringe und lachst so. Nein, ich finde das cringe, dass du da überhaupt drüber lachst. Sei doch froh, dass du, sag ich mal, ein durchschnittliches Aussehen hast, damit dir überhaupt geschrieben wird. Ich meine, was bildest du dir ein? Ja, gut, du magst Peyton sein, aber auf was ist das denn aufgebaut? Hast du denn irgendwie ein Selbstbewusstsein? Also scheint mir nicht so, dass du kein Selbstbewusstsein hast, denn würdest du so ein Video nicht machen. Ja, was heißt hier cringe? Was ist eigentlich cringe? Ich mag das Wort schon nicht. Ich gehe immer bei Leuten, die irgendwie schon zu mir sagen, oh, das ist aber cringe, da gehe ich schon weg. Ich finde das Wort zum Kotzen. Das ist genauso wie mit creepy oder mit all diesen Kürzeln oder was man sonst alles hört. Benutze ich auch nicht. Cringe, was ist das? Cringe, ist das der Grinch, der zu Weihnachten kommt, der grün ist und dann im Dorf die Geschenke klaut? Ich glaube, ich spinne hier. Balla, balla. So, jetzt nochmal zu dir. Du bist ja eine Frau, also man kann dich anschreiben, sagst du damit. Das heißt, du bist Solo, Single oder sonst was. Wahrscheinlich, wer Single ist, ist sowieso nicht Single. Das heißt, du hast immer Betthäschen. Anderes Thema, sei dir gegönnt. Du bist ja so eine liebe Frau, du hast dein Geld und bist wahrscheinlich jetzt auch in der Welt. Tingelst du umher, um den neuesten Schrei, den neuesten Kick zu erleben, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, ja, du lachst dann. Und dann sagst du, das ist cringe, und dann lachst du wieder, da guckst du deine Freundin an. Hast du keine eigene Meinung? Hast du keine eigenen Eier? Ja, das frage ich dich direkt. Ich habe meine nämlich in der Hose. Ich habe meine eigene Meinung. Und ich habe so das Gefühl, du hast keine eigene Meinung. Du sabbelst nur das nach, was deine Freundin da sabbelt. Ja, und ich finde es ziemlich sabbelig. Das heißt, du sagst, ja, ist mir eigentlich egal, was der Typ schreibt. Hauptsache, er so, sieht ein bisschen nach was aus. Ja, wenn der Weihnachtsmann schreibt, du kriegst Geschenke, dann antwortest du nicht, oder was? So, also von daher, bisschen auf dem Boden bleiben, bisschen auf dem Teppich, hör dir mal selbst zu beim Reden. Das würde dir ganz gut tun, weil dann kannst du nämlich von mir als Dating-Experten lernen, denn ich ziehe dich mit meinen Worten so aus. Ich weiß ganz genau, wie du tickst und ich habe dich schon durchschaut. Also von daher brauchst du gar nichts zu mir sagen, du brauchst auch kein Reaction machen, will ich gar nicht, um Gottes Willen. Du würdest wahrscheinlich nur selbst die Hose runterlassen müssen. Ja, wie gesagt, mehr kann ich zu dem jetzt nicht sagen, aber ich bin schon ziemlich, ich finde schon ziemlich, ja, was soll ich sagen? Peinlich, was du da bringst im Video. Dieses ist cringe und das ist toll, oder was? Wie soll denn einer, der das überhaupt nicht so gelernt hat, der gerade froh ist? Ich meine, du musst ja auch mal so sehen. Die Männer, die dich anschreiben, die haben schon Eier in die Hose, in der Hose, weil sie sehen ja, wie viele Follower du hast. Und sie sehen ja, dass du ein bisschen bekannter bist. Das heißt, sie würden sofort mit dir in der Öffentlichkeit stehen. Natürlich wollen sie dir schreiben. Ja, vielleicht siehst du ganz gut aus, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du auch nur geschminkt. Aber das Ding ist, sei doch froh, dass du überhaupt Nachrichten bekommst. Es gibt Mädels, die haben 1000 Follower, die würden sich freuen über Nachrichten. Und die kriegen es vielleicht nicht. Also, ich kriege Nachrichten inzwischen. Da wird gefragt, hast du den Gönnergy gefunden? Ich sage, ja, ich habe den Gönnergy gefunden. Ja, vielleicht solltest du mal einen Gönnergy trinken. Ich würde ihn auch mit dir zusammen trinken, aber ich würde dich erstmal zusammenfalten, dass du wieder auf den Teppich runterkommst. Bis dann, Peyton. Pass auf dich auf. Du bist ein liebes Mädel, aber werd nicht abgehoben. Sonst gibt's die nächste Ansage von mir.